Wir sind heute am U12-Turnier in Grenchen. Und am Turnier zu Grenchen hat es einen königlichen Gast, Christian Stucki. Wie kommt es, dass du in der Pause vor der Saison hier zu Grenchen am U12-Turnier bist? Das hat einen guten Grund, oder? Ja, der gute Bub von meiner Frau spielt zu Gausen Strasshockey. Und ja, wenn es natürlich so nach ist, dann kommt man jemanden heute schnell vorbeischauen. Und bist du zufrieden mit der Leistung des Bub? Ja, es geht noch so. Es könnte sicher noch besser sein. Es ist nicht schlecht, aber es kann noch besser sein. Was wir heute noch auf dem Programm haben, ist die Göpp-Auslosung von der Göpp-Achtungsfinale. Es ist wie das Jahr, wie letztes Jahr, eigentlich wieder die gleiche Situation, dass wir 14 Teams haben, die sich schon qualifiziert haben für die 16-Achtungsfinale. Zwei Teams werden noch von den Lucky Losers ausgewählt. Das heisst, die kommen wieder zurück in den Göpp-Wettbewerb. Wir würden mit dem anfangen. Dann kannst du mal die zwei Lucky Losers ziehen. Einfach. Als erstes haben wir den SHC Lajon von 2 aus der Erstliga. Und das zweite Team, das wieder zurückkommt, ebenfalls aus der Erstliga, der SHC Egerthenbrück. Sie bekommen also nochmal eine Chance im Göpp 16. Finale. So. Und um den geht es jetzt. Es geht zum Sieg gemacht, die 8 Partien. Nein, ist zur Wiederholung. Teams vom gleichen Verein die können nicht aufeinander treffen in dieser Runde. Sonst, wie immer, der Unterklassik mit Heimvorteil. Und es geht los mit dem SHC Givisier Fribourg aus der Erstliga. Und sie treffen daheim auf die Oberwil Rebels aus der Nationalliga A. Der amtierende Göpp-Sieger also. Es geht weiter mit den Oberwil Rebels, die zweite Mannschaft aus der Nationalliga B. Und sie treffen daheim ebenfalls aus dem Team aus der Nationalliga B auf den SHC Bettlach. Es geht weiter mit dem Nationalliga A-Ligist, der SHC Martini. Sie haben nur ein Heimspiel natürlich, wenn sie auch auf ein Team aus der Nationalliga A treffen. Das ist der Fall. Der SHC Martini trifft daheim auf Bulldozers Kerneriet aus der Nationalliga. Es wird interessant für die Lokalmatadoren hier. Der SHC Grenchen-Limpachtal, das Nationalliga A-Team. Die Spannung steigt, genau. Sie müssen auswärts antreten, und zwar bei den Mad Dogs Duliken aus der Zweitliga. Der SHC Belpa 11-07 aus der Nationalliga A. Trifft auswärts, also hier, auf den SHC Grenchen-Limpachtal 2 aus der Nationalliga B. Also Grenchen 2 gegen die erste Mannschaft von Belp. Hoppa. Es geht weiter mit dem SHC Egerthenbrück aus der Erstliga, einer der Lucky Losers also. Und sie treffen daheim auf den SHC Belpa 11072 aus der Erstliga ebenfalls. Es geht um die letzten zwei jetzt. Also die letzten zwei Partien. Der SHC Lajon von 2 aus der Erstliga. Okay.
Sie kommen zu einem Heimspiel und zwar spielen sie gegen Torgeberg Hammers aus der Nationalliga B. Torgeberg Hammers, die in der letzten Runde schon die erste Mannschaft von La Chaux-de-Fonds überraschend ausgeschaltet haben. Sie treffen also jetzt auf die zweite Mannschaft von La Chaux-de-Fonds. Und dann geht es noch um die letzte Partie. Der SHC Diabla, der aktuelle Leader aus der Nationalliga B. Sie können daheim antreten. Es gibt ein Walliser Derby. Sie treffen daheim auf Zier Lions. So, dann haben wir die Achtelfinals benannt. Christian Stucki, ganz herzlichen Dank, ein gutes Händchen gehabt und dann wünschen wir dir eine gute Pause und nachher eine gute Vorbereitung auf die erste Saison aus König. Ja, merci vielmals.